Zombies, Werwölfe, Gregor und Fabian und ich. Das alles in Resident Evil 8, unserem Knall durchgenommen, durchgespielt, durchgewolft. Leergesaugt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich versuche gerade zu analysieren, wie die Reihenfolge gewesen ist. Okay, Werwolf, dann Gregor Fabian, dann du, dann nochmal. Aber dafür ist es auch zu früh. Ja, Leute. Ey, es ist 10 Uhr morgens. Für euch ist es, oh, da fängt er wieder an zu sagen, das wäre morgens. Für uns ist es, wenn du Resident Evil morgens um 10 Uhr spielen musst, das ist schon was ganz Besonderes. Das hat aber, finde ich, das hat mir, ich habe gerade so einen Megapott Kaffee auch getrunken. Und das erinnert mich, wenn man früher ein Spiel hatte. Mhm. Du hast es am Freitag bekommen, hast du Freitagabend gespielt, hast gepennt, bist Samstag aufgestanden und direkt wieder an die scheiß Konsole. Oh, im Schlafanzug. Ne? Da kam die Mutter, ah, du sitzt ja noch im Schlafanzug, soll ich dir das Essen rüberbringen? Ja, mach mal, Mama. Und so. Und dann hast du den ganzen Tag vor dieser Konsole, ungefähr so fühle ich mich gerade. War ja auch schließlich Muttertag. Stimmt. Bring mir das Essen. Genau. Ja, ich habe übrigens zu Hause, möchte ich kurz noch mal erwähnen, mir die PC-Version jetzt geschnappt und habe erwartet, dass die jetzt noch viel geiler aussieht. Aber es sieht schon so schön aus, dass ich da kaum einen Unterschied feststellen kann. Also ich bin sicher, es gibt einen, aber ich kann nicht sagen, was hier jetzt hässlicher sein soll als bei der fetten PC-Version mit meiner 3080er hochgedreht. Ja, du hast wahrscheinlich mit Raytracing noch mögliche höhere Framezahlen dann noch, aber vielleicht. Ich finde schon auch, dass das der Unterschied ist nicht so signifikant. Also das ist eher ein Lob für die Konsolenversion und nicht ein Diss an die PC-Version. Ja, Moment, wir können ja runter, noch mal kurz recappen. Wir hatten ja in der letzten Folge das Puppenhaus beendet und damit den zweiten oder die zweite Gräfin besiegt und können jetzt mit dem abgegradeten Schlüssel durch eine der 9 Türen gehen, um in ein neues Gebiet zu kommen, wo der nächste Graf auf uns wartet. Und Simon betritt diesen Bereich jetzt gerade schon. Guck mal, das ist ein bisschen grün. Das ist selten. Das geht jetzt. Nein, du mich einfach so nicht. Alter. Simon, du hast den Hund nicht gefüttert. Was hast du davon? Ja, shit, ne? So ist es, wenn du in dein Grundstück zurückkommst. Ich überleg gerade, ob wir vorher wohl die Muni und alles neu gekauft hatten. Ja komm, ein paar Finger hast du ja noch über, ne? Alter, was der Typ aushält. Okay. Soll ich ballern oder? Der haut ab, ne? Das war klar. Die Frage ist, kommt er durch die Tür oder kommt er nicht durch? Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Kommt er durch? Nee, das wäre nicht durch. Kommt er nicht durch? Schöne Show-Idee auch. Passt er da durch oder nicht? Schwer verletzt. Sollen wir einen schönen Einspieler daraus drehen, ne? Ich lasse euch gerne euren kleinen Banter. Ich möchte das Spiel verfolgen. Auf und ab. Ja. Er hat nicht mal gezuckt, als ich ihn auf ihn geschossen habe. Und jetzt spielt er mit mir. Das ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zur alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Er ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist so kalt. Ich hätte mir das viel besser überlegen sollen. Ich hätte nicht einfach so loslaufen sollen. Aha. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Ich wollte gerade sagen, ist das Luisas Vater? Nein, denn der ist ja auch selbst zum Werwolf geworden, ne? Nee, der Vater, Luisa war doch die ältere. Nein, nein, Luisa war die mit dem Vater, der zum Wolf geworden ist. Na, dann war es dann. Ah, nein, Entschuldigung. War der Mann von der Entschuldigung, Älteren. Das war Elena. Die wirklich wichtige Frage. So. Ja. Wie heißen die Werwölfe? Lykane. Die nicht an Covid glauben. Oh, jetzt bin ich gespannt. Komm da drauf. Leukana? Querwolf. Ah, okay. Leukana ist auch nicht schlecht. Komm, Querwolf. Querwolf finde ich auch gut. nein, du hast recht, Fabian. Luisa war die Besitzerin des Hauses, die ihren Mann vermisst hat. Das ist der Mann wahrscheinlich. Das ist der Mann. Der hat's nicht. Den konnte sie doch quasi sehen, wenn sie rüberguckt, oder? Ja, aber das ist so weit weg und sie hat schon gegessen. Der Gegner ist da noch, ne? Oh ja, die Musik kommt wieder. Und wir sollen zur Wassermühle. Diese Bommel da vorne irritiert mich total. Immerhin ist er mit einem Lächeln auf den Lippen gestorben. Da ist er. Ja, ist er. Haben wir noch Granaten oder sowas? Das ist eine sehr gute Idee. Glaubst du echt, wir haben noch Granaten? Moment. Eine Rohrbombe haben wir. Ne, 5, oder? Oder was ist das? Ja, schon geil, oder? Die mal benutzen. Wenn er jetzt da rumläuft, dann weiß er ja nicht, wo wir sind. Ja, wahrscheinlich, sobald du ihn triggerst, bewegt er sich wahrscheinlich so schnell, dass die Bombe nichts mehr bringt. Du musst ihn schön überraschen jetzt. Shit! Hallo! Oh, ui!
Du hast ihn auf dich aufmerksam gemacht, auf jeden Fall. Oder? Nee. Ich habe nicht gemerkt. Okay. Ich möchte dazu sagen, dass das natürlich ein bisschen anders geplant war. So. Ich kämpfe. Ich bin ein Kämpfer. Uff. Kann man überhaupt Werwölfe mit Schrot fliegen? Ist gar nicht so. Es sieht so aus, als reagiert er so krass da drauf. Du musst nur dran glauben, dass es Fleikugeln sind. Okay, man muss wahrscheinlich echt abhauen. Ne? Ich glaube, der ist nicht gedacht zum Kämpfen. Doch, der blutet. Schieß drauf. Wenn er blutet, kann man ihn auch nerven. Uff, shit. Es ist noch Suppe da. Alter, ey. Ist der auch wie? Ach, verdammt, man kann ja abwehren, ne? Das hätte ich mal machen sollen. Der reißt, aber der tut sich aber gutlich hier an meinen Innereien. Oh, du hast es? Alter, aber ich habe eine Menge gerade verballert. Nur verballert? Nö. Ja, aber jetzt kannst du das verkaufen gleich, ne? Ja, stimmt. Warte, diese Effekte finde ich auch sehr schön. Die werden immer besser, ne? Mit diesem Auflöse-Zersetzungseffekt. Weißt du noch, in Resident Evil 3 Deutsch, blink, 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 ja. Weg? Mhm. Was hat mich da gerade von hinten? Ah! Ja! Entschuldigung. Ja, oder? Man ist so. Das reicht doch erst mal. Haben die jetzt gewartet, bis du fertig warst? Ah! Es tut mir so leid, Leute. Das macht man nicht. Ich habe 3 Schüsse verballert. Das tut mir wirklich voll leid. Das ist okay. Wir haben nur noch. Ich fühle mich wirklich schlecht, weil ich habe genau gesehen, 3. Nein, noch ein. Ich finde nichts schlimmer als daneben ballern. Wo kamen die denn jetzt auf einmal her? Die haben mir gewartet, die waren wahrscheinlich wirklich. Naja, die auch Angst vor dem Wolf. Wir wollten sich bedanken jetzt bei dir. Ja, genau. Wir wollten kurz Danke sagen, hast du die erschossen einfach. Ach guck mal. Hier waren wir schon mal, oder? Stimmt. Das ist die Ecke. Das ist komisch. Wie kommt es denn, dass wir hier schon waren? Ja, am Anfang. Ganz am Anfang des Spiels, wo wir wo die ganz vielen Wölfe aufgetaucht sind. Genau, wo du über diese Brücke hin und her gelaufen bist und dann gab es hier diesen Massenkampf. Ich krieg hier ein Huhn angezeigt, deswegen. Oh, das wollen wir. Das Huhn ist schwer verletzt. Es blutet ziemlich stark, das Huhn, muss man sagen, ne? Alter, hat er die ganze Treppe gestrichen. Guck dir das mal an hier. Okay, das Huhn ist irgendwie. Ach, hinter, okay. Ich denke mal, wir haben doch hier relativ gut alles untersucht, ja, oder? Du, Gregor, warst du doch hier. Ja, ne? Wenn das blau ist, dann ist da eh nichts mehr. So, aber hier komme ich. Wie komme ich denn? Wo komme ich denn? Wahrscheinlich jetzt wieder runter und dann. Von außen rum? Raus? Ah, oder von innen, ja, kann natürlich sein, wenn wir hier runter können. Also außenrum geht sicher, ja, aber. Aha, okay. Oh! Da ist noch was. Aber wieso ist da was und es wurde trotzdem blau angezeigt? Das ist eine andere Höhenebene jetzt hier oder so. Okay. Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit die Karte aufmache, das irritiert alle machen. Immer, aber ich muss ja auch richtig laufen. Ja, so, wissen, Huhn geht. Hm. Warum wird mir dieses Huhn so speziell angezeigt? Oh, okay, was ist das für ein. Oh, ich kann es kaum erkennen. Das ist die Brunnenkurbel. Hier haben wir ja. Nee. Aber es ist eine Kurbel, ne? Es ist irgendein. Also alles, was so gelb angezeigt wird, da kann man so interagieren mit. Und guck mal, wer hat die Hühner denn da eingesperrt? Man möchte sie erschießen, aber. Das ist aber auch eine Leiter, vielleicht kommt man auch von der anderen Seite hin. Ich gehe doch einmal von der anderen Seite, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir die leben lassen. Nee, hier ist nichts, ne? Hier ist nur die Tür. Da, hier ist zu. Ach, okay. Okay. Nee. Okay, so. Ein letztes Mal die Karte. In den Süden wollen wir. Gute Frage, ob jetzt. Wo würdet ihr jetzt Wasser lang? Ja, ne? Wasser lang. Mhm. Ja. Lippe. Wie sieht das denn aus? Okay. Das ist ja so. Ja, Frosch. So Froschleich, ja, ne? Frosch, ja, oder? Froschleich. So richtig ekelhafter Froschleich. Eine schleimige Substanz, sieht nicht sehr stabil aus. Ist das jetzt auch noch. Okay. Nee, oder? Das bringt nichts. Ja. Doch! Okay. Hier hätte man das Dynamit jetzt auch gut benutzen können, glaube ich. Ich habe gar keine Muni mehr. Scheiße. Komm, wir sind in Holland, oder? So die Windmühle. Recht nah die Landesgrenzen. Ja, die scheint aber relevant zu sein. Die wurde jetzt schon mehrfach angeteasert. Oh, hier. Die Leiter. Zugeglibbert.
Ob das ganz weggeht auch hier? Ja, okay. Oh. Oh. Der Krieger, da freut er sich wieder, ne? Lecker Schnitzel. Der Grieche in dir. Mm. Es tut mir echt leid. Ich mach's echt auch ungern, aber es muss gemacht werden, weil die bringen ja, wie wir gelernt haben, wichtige Items. Upgrades sind wichtig. Oh, ist das. Ja, es ist aber auch eine Qual, ne? Vielleicht soll es einem auch nicht so leicht gemacht werden. Wenn doch nicht so. Und wild. Zwei Wild hast du gekriegt. Oh, hier ist bestimmt. Genau. Oh, ach, das ist so ein Dingsbums. Da gibt's mehr von. Was war das nochmal? Kugellabyrinthen. Ja, genau. Haben wir die Kugel noch? Oder nee, ne? Die, ich denke immer nur eine Kugel. Die hast du, glaube ich, da eingeworfen. Finden dann immer noch. Oh, es ist... Hihi, fang mich, hihi. Ja, für ihn ist es kein Spaß, ne? Für die arme Sau. Nein, hier. Jetzt bin ich Schnitzel. So, aber nur das beste Stück. Irgendwie. Okay, da kann man speichern. Mhm. Ich finde es immer noch faszinierend, diese ganze Mühlenkonstruktion, ja. Nur um zwei riesige Steine über Korn zu drehen. Aber ja, so war das. Ich fange mal oben an, ja. Ich hoffe, es ist okay mit euch. Oh, ja. Ja. Nein, okay, hast du über alle Sachen rüber zu speichern. Eine Sache, die selten gelobt wird, aber ich finde es gut, wie diese Hand den Körper nachzeichnet, sozusagen. Mhm. Also einfach die Art, dass man das Gefühl hat, okay, diese Hand hängt wirklich irgendwo dran. Ja, stimmt. Das ist auch nämlich echt eine Kunst, das so hinzukriegen, dass es nicht so rein montiert wirkt. Ja, das war der einzige Nachteil bei VR. Da siehst du eben deine Stumpen, die da rumfliegen die ganze Zeit. Ja, ich kann es kaum abwarten, echt. Ich habe zu Hause ja die Index mir geholt und. Ich freue mich so sehr auf ein neues Resident Evil, dann mal mit VR, das wäre geil. Hoffentlich kommt das noch irgendwann. Ich würde gerne das Puppenhaus mal ausprobieren, wie das wirkt. Boah, das war so unheimlich, ey. Ja, ich finde ja immer, in Resident Evil 7 war es dadurch, dass man sich so schnell bewegen konnte in VR, hat es einem eher die Angst genommen, weil man eben sich sehr beweglich gefühlt hat und dadurch weniger verwundbar. Das fand ich sehr interessant. Was ich machen musste, war... Bin ich freigelaufen oder so? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Irgendwas muss ich machen, damit mir nicht schlecht wird, auf jeden Fall. Oder das Umdrehen habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Also, ich kann euch meinen Trick verraten. Den habe ich auch meiner Freundin jetzt beigebracht. Da hat er auch geholfen. Und zwar, wann immer ich laufe in VR, mache ich so. Okay. Es klingt blöd, aber dein Gehirn macht so 30% von diesem schlechten Gefühl, macht es dann ungefähr weg. Natürlich. Was wäre ein Schienensystem, ein Resident Evil ohne Schienensystem? Das stimmt. Da, oben. Ach, geil, ne? Bam. So, bevor ich da runtergehe. Du Spinell. Hier war doch sicher auch noch irgendwas. Nö. Okay. Was ist das da? Sein Sack Reis. Da ist der also umgefallen. Ja. Jetzt habe ich voll Bock auf so Tunnelbegehungen. Ich war in der Schweiz, bin ich viel gewandert und dann gehst du ja auch, manche Wanderwege führen dann auch durch die Berge und das ist schon irgendwie geil. Ja, so ein Bergwerk, wie es schon riecht und dieses, du merkst einfach, es ist ganz anderes. Ich glaube, bei sowas wäre ich zu klaustrophobisch. Ja, wenn man sich das nicht so vor Augen hält, geht's, glaube ich. Oh, nee, nix. Ach, ist eine Lampe, ich dachte, da wäre ein Loch. Das scheint fix zu sein, oder? Oder? Das kriegt man nicht. Ah, quetschi. Quietsch, quatsch, quetschi. Ah, da ist der Rest vom Kind. Ah. Das goldene Kind. Einfach grapschen, nicht lang. Nicht lang. Das ist garantiert so ein Frosch-Fischwesen. Wegen dem Lauch, Laich auch. Laichboy. Das ist wirklich. Ist es. Ach,
Das ist der Eiterbeulenmann. Ja. Huhu. Halt! Was machst du mit Mutters geliebtem Kind? Oh, was soll ah, da ist... Mehr hast du nicht zu sagen? Ah, wir haben wieder denselben Fehler. Moment. Mutter will ihr... Wir haben nicht auf Stereo geschaltet, sondern... Ah. Wenn du das nimmst, lachen die anderen über mich. Schade, weil das ist eine geile Szene, die mir echt gut gefällt. Ich will es nur schnell nochmal einstellen, oder? Ist wahrscheinlich ja, besser. Ja, lass es mal machen. Wo ist denn hier mein Momenton? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Nee, ich weiß wo. Ich kenne diese Einstellungslager. Echt ein dummer Fehler. Der aber immer wieder passiert, wenn du so eine Konsole hin und her trägst. So. Audios? Audioausgabe. Hier war das irgendwas, glaube ich. Ausgabegerät? Nee, Moment, das klingt eigentlich richtig, ne? Nee, es war irgendwas anderes. Moment. Da, das war's, glaube ich, oder? Regie, könnt ihr mal sagen, ob ich hier was umstellen soll? Nein. Also hier nicht. Okay, es ist aber ein typischer Problem. Es ist. Okay, aber krieg trotzdem natürlich jetzt, mach es trotzdem mal auf dieses Dolby. Aber. Wenn es auf der PS4 geholfen hat, weil wir hören es ja auch gerade scheiße irgendwie. Stimmt. Okay. Geh mal rein ins Spiel, mal gucken vielleicht. Ja, ich kann es ja nicht ändern, ne? Ich habe jetzt ja nur. Wenn ich mich besser schlage als sie. Warte, noch ein bisschen, bitte. Oh Mann, der tut mir voll leid. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist die. Oh nein. Das tut mir weniger leid. Mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Oh, also der hat mir fast ein bisschen leid. Ich fand den ganz cool. Ja, also Regie, falls ihr irgendwie eine Lösung habt, könnt ihr uns gerne im Nachhinein noch sagen, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Es wirkt auf mich wie Dolby, wo man nur den Center bekommt oder so. Ja, irgendwie als ob ein Kanal nicht zu hören ist. Genau. Ja. Ist doch so, normalerweise ist doch der Hauptcharakter steht doch auf dem Center-Kanal. Genau, wenn du 5.1 hast, dann ist die Sprache auf dem Center. Okay, dann gehen wir mal raus. Also gut, er hat jetzt uns was vorgespielt oder so. Ich heule und jetzt hat er uns aber in der Falle. Einsperren, aber nee, ich glaube, der hat schon, also der hat einfach, der ist schon so ein bisschen der Untergebene der ganzen Crew. Und dem tut das wirklich leid. Der will nicht, dass das geklaut wird. Der kriegt da Mecker vom Ecker. Das ist so ein Mama-Kind eben, ne? Also es war doch so in Resident Evil 7, dass diese Familie auch korrumpiert war von diesem Parasiten? Ja, genau, diesem. Also, die waren nicht böse. Dem Schimmel oder was? Genau, das Schimmel, war, ja. Mold, ja. Deswegen nehme ich jetzt mal an, ist das alles wieder so ähnlich. Das waren ganz normale Aristokraten, die einfach nur auf ihrem Schloss leben wollten. Und dann auf einmal Schimmel. Rausgekommen, aber wir sind. Ist das das, wo wir reingegangen sind? Nee. Ist es. Naja, ich soll hier wahrscheinlich rauskommen. Das sind zwei Windmühlen. Na gut, das war. Das haben wir schnell bekommen, oder? Na, ich denke. Also, ich weiß es nicht, aber das wird doch nicht. Das war doch jetzt nicht. Glaube ich nur auch nicht. Er ist ja auch nicht besiegt oder so. Der wird ja sicherlich nochmal uns angreifen. Ein Schuh. Ein Stiefel. Oh, ein Bootchen. Also, irgendwie wirkt das auch wie ein schlechter Trick. Ja, nein, vertrau drauf. Genau, ein. Was ist. Ach, das ist eine Eimer. Da kann doch nichts Schlimmes passieren, wenn du da reinsteigst, ich oder? Ich mach's mal, ne? Ah, der. Okay. Den haben wir nicht, okay. Der Bootsschlüssel. Na, wenn der mal nicht hier irgendwo liegt. So, also gut, du bringst den Bootsschlüssel zurück in die Hütte der Mine. In der Hütte in der Mine. Hans ist tot, also er ist erstmal Schluss mit Fischfang. Er war der Einzige, der wusste, wo Fische leben. Ja. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Wurde samt Boot von einem riesigen Fisch gefressen. Das ist dann, würde ich sagen, Arbeitsgefahr. Risiko. Arbeitsrisiko. Ja. Berufsrisiko. Das
Also wenn du den Arbeitsvertrag umgedreht hast, steht das noch da einmal. Gefahr von riesigen Fischen, gegessen, verschlungen zu werden. Ja. Wenn sie mit ihrem Boot verschluckt werden, dann müssen ihre Nachkommen fürs Boot aufkommen. Wollte ich gerade sagen, genau, also Versicherung irgendwie. Muss irgendwie geklärt werden. Also müssen wir doch wieder rein, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, wenn da noch ein Weg ist oder so, wenn da hier nicht also, ist. Also, geh noch mal lang, stimmt, ich bin ja wieder zurückgelaufen. Ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Weg da, oder? Aber es hieß ja im Text in der Mine, ne? Ja, okay, das ist der Ausgang, gut. Ja. Das wäre auch wirklich zu einfach gewesen. Kamen wir von hier, ja, oder? Ja, ne, von da hier? Hast du geblubbert. Da kamen wir. Aber dann muss ich da ja vielleicht lang. Da gucken wir erstmal. Da unten kann ich, glaube ich, lang. Ach nee, auch nicht. Er sagt's ja sogar. Von da sind wir gekommen, ne? Da ist nix, da ist nix. Da hoch. Hoch und dann links. Das ist immer ein gutes Zeichen, die gelben. Das ist kaputtbar wahrscheinlich. Okay, ich kann aber auch nicht runterspringen. Ah! Nicht, was denn hier gerade passiert? Wir sind jetzt perfekt. Da sind jetzt zwei Holzbretter runtergefallen und hat eine Brücke ergeben. Aber so, als hätte man sie direkt genagelt. Ist das, nicht gut. Ist das dieses Fortnite, was die ganzen Kinder jetzt spielen? Genau. Tack, 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 fertig. Ah, ich will dieses Fass. Oh ja. Machen wir jetzt nicht ein Fass auf. Ja, fast hätte ich es übersehen. Fast hättest du es aufgemacht. Oh. Können die auch mal einen Baum hier haben, wo niemand hängt? Das wäre verschwendet. Okay, oh ja. Soll ich? Nein, ins Gesicht, natürlich. Geil. Was? Der lebt noch? Okay. Oh, schön. Oh, nice. Ich habe ein bisschen Panik bekommen gerade, war zu nah für meinen Geschmack. So. Mich hier, da gab es auch bei Resi 4 doch so eine Location mit so einem Baum, oder nicht? Mir kommt es auch irgendwie bekannt vor. Und die Töpfe sind da auch drauf. Ja, überall hängen diese komischen Töpfe, ne? Das ist also, schon guck mal, die hängen dann die Opfer auf und daran... Was, wo? Oh, das ist, oh, shit, okay, der hat so... Der hier. Da kann man ja nur, oder? Kann ich irgendwas anderes? Die Brust oder... Ja, würde ich auch sagen. Aber dafür ist er immerhin langsam, ne? Oh, da ist keine Sonne. Wir haben noch 5 Granaten. Ich kann aber bauen. Stimmt. Ah ja. Ja, bau mal lieber, genau, bis zum Heilen. Und du hast noch 5 Rohrbomben? Ja. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen, wenn ich jetzt rausgehe. L1? R1. Das ist Heilen, wenn du das machen willst. Danke. Und du L1 hast genau ist gewusst, was ich wollte. Oh, das sind ja noch mehr. Granate. Probier mal die Rohrbomben. Sehr guter Moment. Sehr guter Moment für eine Granate. Ihr habt völlig recht. Obst. Dreieck. Na, wo sind sie denn? Die habe ich doch schon weggeballert. Ganz links, also, ganz links. Wahrscheinlich, weil 5 nur auf einen Platz gehen. Geil. Geil. So ein großer Feuerball, Junge. Sehr gut. Lebt er noch? Alter, wie geil. Ihr seid alle sowas von tot. Ja, der lebt. Außer dir natürlich. Oh, aber seine Messer kaputt, ne? Dass der kein Trefferfeedback hat, irritiert mich, weil du denkst, gehst nah ran. Scheiße. Aber er hat kein Mützchen mehr, ne? Du hast ihn irgendwie weggeballert. Oh, jetzt hast du ihn tot. Mann, ich will das ja nicht für die verbrauchen. Ich finde, das ist hier schon völlig okay. Das war ja mindestens mal ein Zwischenboss. Nice. Oh, cool. Perfekter kristalliner Schädel. Also du hast mit der Granate hast du ihm quasi den Helm weggeballert. Also kannst du die immerhin auch noch mal ein bisschen entwaffnen. Okay, also das mit dem Helm merken wir uns. Ein Schuh, 2 Fische, ist alles, was übrig geblieben ist. Man nennt mich Dr. Schuh. Oh, da ist er ja. Gone Fishing. Guck mal hier, sowas. Gibt gar keinen Button mehr zum Nahkampf, oder? Stimmt. Nö, ne? Ah, hier ist es nicht mal barrikadieren können. Ja, das brauchen wir doch nicht. Brauchen wir nicht. Wenn ich das hier sehe, muss ich immer dran denken, selbst vor dem Verfall sah das nicht unbedingt gut aus hier. Nee, willst du kommen zu meiner Hütte
Hütte im Berg. Im Bergwerk. War günstig zu haben, ne, der ja. Bauplatz. Ist ein bisschen dunkler, ist nicht so viel Sonnenlicht. Aber ist dafür ein bisschen viel Schimmel. Aber dafür gibt es fließend Wasser, wenn es regnet. Ja, das ist dein eigener Bootsteg. Das ist, ja. Also auf dem Papier wäre das vielleicht ein richtig gutes Investment. Gibt es hier Fische im Wasser? Oh, gute Idee. Du willst schon wieder alle Fische. Schön fischi, fischi. Messer rein, Gedärme raus, Mann, sobald du eins siehst. Vielleicht sieht man die auch auf der Karte. Die Hühner hat man auch gesehen. Stimmt, müsste anzeigen, wenn dann, ne? Hier ist nichts mehr. Ich vermisse echt eine Taschenlampe. Da liegen welche. Oh ja, warum nehmen wir die nicht einfach? Ja, die sind aber gut. Schon blau, aber schon alles geklärt hier erscheint. Na gut, wir haben ja auch das Bootshausschlüsselchen. Also die hängen, die wickeln die Leichen ein. So quasi, um sie zu pökeln. Und ist dann knabbern, ja, ich denke mal immer, ne? Wahrscheinlich, bevor die da in diesen Sack kommen, wird da noch mal ein bisschen Salz reingepackt. Mhm. Dann werden die gepökelt, drangehängt und dann wie so eine Beefy am Baum. Ja, da halten die sich, genau. Dann kannst du ab und zu mal so ein bisschen knubbern, abmümmeln, ja. Von dem Ding. So für die Kinder wie auf dem Jahrmarkt, vier kleine Finger, ne? Also ich muss sagen, besser als es wegzuwerfen oder vergammeln zu lassen. Man muss ja ständig neue Leute holen. Da wohnen auch nicht so viele, ne? Ach, da geht's runter. Aber wo ist denn jetzt das eklige Monster? Na, jetzt kannst du erstmal mit dem Bootchen fahren. Ich Idiot. Hey, doch, das ist der jetzt rot. Ja. Oh. Oh. Oh, ich muss ja auch mal hier. Ich würde einfach losfahren, glaube ich. Ja, scheiß drauf. Kein Boot mehr da ist, da kommen sie nicht hinterher. Ach ja, das ist auch so schön. Resident Evil 4. Oh, richtig nice. Oh. Stausee. Geil. The Last of Us 2. Was war das? Kannst du eigentlich noch dümmer fragen? Das ist ja 1A Resident Evil 4 jetzt. Ja. Ne? Voll. Ja, dann machst du es so wie Lord Yabu Yabu, fährst direkt in seinen Mund rein oder so. Okay, hier kann man nur vorbeifahren, okay. Das ist aber ganz schön eng. Also wenn der hier lebt, hat er das nicht so gut. Würde ich jetzt mal sagen. Glaubt ihr, das ist quasi der Typ, der sich verwandeln kann dann in dieses Fischmonster oder so? Würde passen, oder? Wegen dem Leichen und so. Ja. Warum haben die immer so geile Technik? Hm. Oh. Ethan, hätte nicht gedacht, dass du es so weit schaffst. Wäre doch schade, wenn dir jetzt was zustieße. Hey Boss, die Bewegungssensoren schlagen Alarm. Wir sollten weiter. Die Sensoren? Wo genau? Unbekannt. Schätze mal, wir waren zu lange hier und Miranda weiß es. Vergiss es, Ethan, das ist eine Nummer zu groß für dich. Was hat die Probe ergeben? Ist definitiv mit dem Pilz verwandt. Du hältst nein, der Typ wird eh gefressen. Uff. Ah, schön unter Wasser. Big Time, oder? Ja. Oh, easy 4. Ist das geil? Der Ausgang ist geflutet. Keine Chance. Ja.
spät. Miranda bereitet die Zeremonie bereits vor. Oh. Sag das nicht. Das ist unfair. Ich gehöre an ihre Seite, nicht du. Was laberst du? Ja. Sag mal. Sie kann es nicht mehr halten. Ja, meine Hose hatte noch an. Oh Gott. Oh Mutter. Warum? Und tschüss. Boah! Okay, jetzt haben wir nichts tun, glaube ich, hier. Ja, auf jeden Fall irgendeine Art von Flucht- und Bosskampf-Geschichte. Der tut mir fast ein bisschen leid, irgendwie. Ja. Weil irgendwie weiß ich nicht warum, ja, aber. Er möchte auch noch geliebt werden, ne? Von seiner Mutter. Er war ja wirklich die, er hat wirklich die Arschkarte gezogen, ne? Die anderen sind coole Vampire und Werwölfe, ja, ja. Der ist der Quallenmann. Oh, was krieg ich für eine Verwandlung? Quallenmann. Genau, du kriegst den Herpes. Du musst doch immer kotzen. Ja, du musst die ganze Zeit kotzen. Genau. Und du siehst scheiße aus und wohnst unten im Bergwerk. Du produzierst Galle für Mutter Miranda. Es ist halt echt so. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, der flötet da jetzt rum wahrscheinlich, ne? Sehe ich hier ein Elektropult? Das ist sicher unwichtig. Das ist ein Rubikswürfel. Das war der erste Versuch für die Produktion. Ja. Da hat er noch nicht alles so richtig. Okay, das merken wir uns, ne? Ihr habt sicherlich schon. Ach so, okay, das war irgendwie klar. Das ist auch ein Klassiker auf jeden Fall. Das Fahrtenhaus mit Raum versorgen. Hebel, oh, wir brauchen so eine Kurbel. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zur Vorbereitung sollten daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Und so weiter. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kurbel für die Windmühlen. Wenn das nicht eine von denen ist, die wir schon haben. Wow. Ihr hört das auch, oder? Ja. Mhm. Okay, so ein Schnarch ist es nur. Na, willst du noch was sagen? Nee. Wo ist das Buch hingegangen? Nimmt er seinen ganzen Hausstand immer mit oder hat er immer neue Läden, wo er sich da reinsetzt? Zwillingsbrüder. Bin mir auch nicht sicher. Die hier sollten wir uns echt holen, ne? Die ja, was, ja, was können wir denn abgeben? Ach ja. Oh, ach, hier das kann man. Das ist schon mal gut, die maximale Gesundheit steigt. Ach so, nee, Moment. Was? Ja, maximale Gesundheit ist cool. Aber kurz, geliefert im Besitz. Das heißt, ich kann doch hier zwei liefern. Ja, ja, kannst du. Und jetzt bestätigen? Jetzt hast du aber auf null gestellt. Ach. Jetzt hast du. Ach, du lieferst. Oh, ich habe das falsch rumgesehen. Okay. Mhm. Zwei Wildner noch. Mit rein. Oh, maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Siehst du, es geht schon wieder nicht. Irgendwas mache ich hier doch falsch. So? Das ist auf null gerade. Nein, du, dein Besitz ist rechts. Ja, aber ich kann nicht nach rechts drücken, deswegen. Ich kann nur nach links. Na, du veränderst das Feld in der Mitte, ja, das wo Anzahl steht. Jetzt gibst du zwei quasi rein. Jetzt gibst du null rein. Ich komme mir wie der allerdümmste Mensch gerade vor. Ich raff gerade wirklich nicht, wie dieses Sortieren hier funktioniert. Wir werden gleich mal gucken. Habe ich noch irgendwo was im Besitz? Nee. Nee, jetzt hast du schon alles reingeliefert. Okay. Wir haben aber gerade eine kleine Mitteilung. Und zwar machen wir jetzt noch ganz kurz Werbung. Wir werden versuchen, das Tonproblem jetzt zu lösen. Und dann, nach der Werbung, geht's weiter mit Resident Evil 8 und diesen beiden paar Schulzkes hier. Mhm. Und will dann jemand von euch spielen? Ach, man, wir haben ja weniger weiter. Session, deswegen. Ja, mach noch ein bisschen weiter. Cool. Ja. Kriegt ihr ein wenig cineastisches Rumgefahren. Muss den Boss noch besiegen, danach okay. Kommt jemand. Simon besiegt den Boss. Das alles gleich. Da sind wir wieder mit Spitzenton und
hoffentlich gleich auch geschärften Waffen, denn wir sind beim Shophändler. Mhm. Der wird Ein uns Glück, jetzt. Dass du kommst. Mir war gerade langweilig. Der wird uns jetzt hoffentlich hier geilen Shit verkaufen. Ja, was haben wir denn noch? Vercheck doch mal erstmal die coolen Sachen, damit wir gucken, was das Investition ist. Alles erstmal verkaufen. Wir haben ja auch richtig geile Sachen gerade bekommen. Geile, teure Sachen. Halskette, haben wir da schon was? Ist die fertig? Nein. Nee, die ist noch kombinierbar. Ich glaube, ich hätte sie behalten beim letzten Mal. Ja. 37.000, der Hammer. So, Feuerkraft haben wir schon. Hier wäre voll upgraded. Ja, man könnte noch nachladen, aber. Warte, wie war denn das eigentlich nochmal? Das ist noch die erste Schrotflinte, aber wir haben die Handgun schon einmal ausgetauscht, ne? Wie war das? Zu leben. Ich weiß es gar nicht. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht, ob die schon. Ja, wir hatten, genau, wir hatten die. Wir hatten die Collector's Edition Waffe sozusagen. Ja. Okay. Stimmt, die Samurai Edge war da noch zum Kaufen dafür. 200. Explosivgeschosse bleiben. Wir hatten die Standardwaffe verkauft, das stimmt, ja. Die 48.000 jetzt kosten würde. Da gibt es aber eine neue Waffe. Nee, das ist irgendein Zubehörteil, oder? Das ist für 22.000 darunter. Das ist ein verstärkter Kolben für die W870. Das ist aber nicht die wir haben, glaube ich. Ja, ich bin mir nicht sicher. Habt ihr einen Wunsch? Ansonsten. Gibt es da drunter noch was? Also, was ich auf jeden Fall kaufen würde, wäre ein bisschen Erste Hilfe. Ja, Erste Hilfe würde ich machen. Okay, der Rest ist das nur. Achso, das sind die ganzen extra Sachen. Für die das würde ich jetzt nicht erstmal ausgeben. Das ist irgendwie nichts, was mich jetzt so richtig heiß macht. Ja. Wenn wir hier schon einen Granatwerfer hätten, wäre das natürlich geil. Ja. Aber den haben wir halt noch. Was war das dritte noch daneben? So, was daneben? Was ist die das? Mine? Achso, Minen, okay. Oh. Auch ein bisschen Schottimunition, wobei 1000 für einen Schuss ist natürlich recht super viel, ne? Teuer. Das ist echt viel. Nee. Lieber die Herstellung könnte man auch mal. Soll ich die jetzt schon kaufen? Ja, komm, solange wir das Geld haben. Sonst aber wollen wir echt Blendgeschosse kaufen? Wir kaufen Explosiv, oder? Das machen wir, aber man weiß ja nie, ob die Blendgeschosse nicht vielleicht total. Aber bei irgendeinem Resi waren die doch total sinnvoll immer. Ja, bei vier, ne? Bei vier, genau. Ja, das die bei vierer, die dann die Garnados getötet, diese rauswachsenden Wucherungen. Genau, und wenn die rausgewachsen sind, die konntest du damit irgendwie killen. Aber gut, immerhin ist er hier in der Nähe. Ja. Okay, das Pförtnerhaus mit Strom versorgen. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, aber da stand ja was von wegen Windmühlen. Irgendwas mit den Windmühlen musst du machen und dann den Hebel umlegen. Den Schalter. Die Windmühlen halt ankurbeln. Ja, genau, die Kurbel. Ach, die gute alte Außentoilette. Und ein bisschen Suppe. Okay. Okay, dann. Jetzt muss ich kurz gucken, war das der richtige Weg? Wir kamen von da hinten. Hier bist du gekommen. Von hier sind wir gekommen? Nee, nee, von der okay, Haus. Dann ist das, das ist richtig, glaube ich. Da ist ja die erste Windmühle jetzt. Das sieht alles auch ein bisschen gleich aus. Ich glaube, die Kurbel macht es nicht mehr lange. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Ach. Lecker Schnitzel. Oh, es ist so anstrengend. Was hat sich versteckt? Aus Versehen oder so. Tot? Gefühl. Muss ein 3, glaube ich, sein. Ich brauche das für dieses krasse Essen. Damit ich einen längeren Energiebalken bekomme. Was ist, bist du gerade geduckt? Das ist ja voll klug. Sofort erwischt. Wenn du, weil du geduckt gewesen bist, hast du sie sofort erwischt. Kennt das ja alles, ne? Haben wir alles. Du meinst nicht, hier liegt auch irgendwo die kaputte Kurbel, wenn da schon der Zettel da leben lag? Nee, die Kurbel ist in Dings 2. Ach so, ich dachte, es gibt noch eine, die Gebäude kaputt ist. 2, so habe ich zumindest verstanden. Leider ist sie auch. Nee, ist der Zettel. Du hast recht. Da liegt auch noch was. Einmal kurz hier so. Ganz im Ernst, das wird eh nicht lange halten hier, so wie die das gebaut haben. Das hier, nee, das hält überhaupt nicht lang. Das Vieh wird es gleich kaputt machen. Einfach die Kurbel. Ja. Aber vorher. Der Gregor hat nämlich völlig recht. Wer weiß, wie lange das hier steht? Erstmal alles einsammeln. Da geht's runter, okay, das merken wir uns. Da ist vorbei.
Und da ist sie kaputt. Ja, weil das haben wir doch auch genauso erwartet. Echt jetzt? Hat es jetzt irgendwas gebracht, das Drehen? Hm? Was haben wir? Ob das irgendwas gebracht hat, schon das bisschen Drehen? Naja, was bewegst du denn da? Diese kleine Plattform um die Windmühle drumherum? Und was das hat nichts die, gebracht. Ist es die Richtung der Windmühle oder was bestimmst du damit? Ja, die Ausrichtung ja theoretisch, ja. Oder? Aber habe ich denn nicht sogar die Kurbel noch? Nein. Ist die kaputt? Hat er auf den Boden geworfen. Scheiß. Also brauche ich doch noch eine andere. Okay, dann muss ich wohl runter in den Keller. Gut, muss ich selbst machen. Es fällt mir jetzt erst auf, wie oft hier eigentlich geschnauft und gestöhnt wird. Das haben wir vorher eben gar nicht gehört. Ja. Ganz großes Stöhnen. Jetzt müssen wir die Sprache wieder umstellen. Das ist zu viel für mich. Ist das schon ASMR? Ein bisschen. Oder gibt bestimmt oder Mukbang. Zusammenschnitt. Ein ASMR-Zusammenschnitt des Spiels. Ethan grunzt. Leute, das sieht nicht gut aus. Nee. Ach, das sieht so aus, als kommt da gleich was. Guck mal, du springst dann über die einzelnen hier. So, hier hopp, hopp. Direkt rüber, ist kein Problem. Ist doch bestimmt irgendwie alles verbunden. Ah, da trete ich mir wieder eine Brücke. Mhm. Okay. Er hat mir eine Brücke hingeschwommen. Schnell, schnell, schnell. Oh, beweg dich! Schnell, sehr mutig. Schnell, schnell. Ich guck extra nicht hin. Genau, wenn du nicht hin. Oh! Okay. Guck vielleicht doch hin. Ja. Ach, ist schon tot. Sie sind tot. Das ging jetzt aber schnell. Ja, okay. Das ging jetzt aber schnell. Okay, wir sind direkt wieder da. Ja, okay, mein Checkpoint. Also, wann erwischt er dich? Nur, wenn du auf diesen Plattformen in der Mitte bist, okay. Ja? Mhm. Würde ich sagen. Vielleicht immer erst ein bisschen ihn wegschwimmen lassen, wenn er einmal... Ja, ich dachte, weil er gerade da durch ist, ne, dass es eine gute Gelegenheit ist. Hä? Oh. Du hast ihm zu lange Zeit gelassen, wieder zurückzukommen. Meinst du, musst da noch schneller rüber? Ja, wahrscheinlich so direkt, wenn er drüber ist, flitzi. Also das ist aber auch ein dämlicher Anfang eines Kampfes. Ein bisschen. Auch wenn er wirklich überhaupt nicht weiß, was man machen soll. Ja, aber dass es gar keine Korrekturmöglichkeit gibt, sondern einfach sofort tot bist. Okay. Tja. Also du triggerst ihn wahrscheinlich erst, wenn du näher rangehst. Ja, und jetzt schon rüber. Ich bin nicht zu frottern. Nee, guck jetzt. Also wahrscheinlich muss man immer relativ zeitnah danach. Aber jetzt fährt er einfach immer nur hin und her. Na, kommt er nochmal? Der kommt bestimmt jetzt immer. Da ist er. Sehr gut. Alter. Ich weiß ja nicht, wo. Ach komm, ich war doch schon drüber, oder? Ja. Ich war schon drüber. Ja, scheiße, Alter. Wie das einfach anhält, ey. Lohnt sich eh nicht mehr weiterzumachen. Sie sind tot. Normalerweise geben sie einem doch immer noch eine Chance. Jetzt hast du die Muni liegen lassen, ne? Ich bin schon so fertig. Ich weiß schon nicht mal mehr. Okay. Man muss halt aber nur warten. Hey, zack. Kriegst du nicht zu futtern. Immerhin springt er da auch schön. Mhm. Er ist auch nicht bereit, sich mal ein paar Zentimeter nach links oder rechts zu orientieren, so. Wo er dich treffen würde. Nee, also. nee, das ist da. Genau so wie abgesprochen. Okay, rüber. Mensch, Ethan, ne? Springen wäre jetzt eine richtig gute Idee. Jetzt ja, shit! Ja, da kannst du auch wieder was messern, oder? Ja, da war Gelb war oben am Holz. Ach, da! Nicht. Ach.
Hat das noch irgendwo, hat noch einen weiteren... Irgendwo hängt da noch was, stimmt. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen auffällig, dass man da weiter links auch noch mal lang gehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Da im Wasser, diesen Weg. Kannst du da? Ja. Ja, du hast recht, da muss ich auch lang. Uff, aber hier, okay. Oh, ich weiß nicht, ob's, ich weiß es nicht. Okay, jetzt hat ihn da oben. Ja, also, kannst du hier mal, guck mal hoch, findest du hier was? Irgendwo muss da dann noch so ein Ding sein, um das zum Einstürzen zu bringen. Und wenn ich hier hinlaufe, dann kann ich gar nichts machen. Ja, vielleicht musst du tatsächlich dich da vorwagen, damit du überhaupt siehst, wo du da draufballern kannst. Auf und runter! Oh, lass ihn erstmal durch. Alter, so jetzt. Ja, aber da hab ich ja nichts. Guck mal, wo, ist da oben was? Du meinst, dass man von hier so hin? Ja, ja, genau. Ja, da. Vorne ist ein Punkt. Oh Gott. Das war ganz schön knifflig. Geil. Hat es gereicht? Mhm. Oh, hab's. Er hat gerollt. Alter! Er hat aber gerollt! Gerollt ist normalerweise ein unerdrückliches Zeichen. Die dumme Sache. Dass er gerade beschäftigt war. Ah, okay, ich hab auch nie die Geduld, ne? Ich hab nie die Geduld für sowas. Okay. Kein Tod mehr. Aber ist ne. Anderer Checkpoint jetzt, oder? Nee, ist der gleiche. Ist das gleiche. Überall der gleiche. Darf ich ja? Hier darf ich. Ja, jetzt. Echt? Du nicht sofort hat. Ich sagen, bin sicher. Sobald er einmal durch ist. Beim ersten Mal habe ich das Gefühl, kann ich. Okay, mach ich es jetzt mal. Ja, ist recht gut. Richtig gut. Ich gehe da nicht rüber. Nicht, ne? Ja, vielleicht musst du das erstmal auf der anderen Seite machen, bevor der getriggert wird. Ah, nee, doch. Okay. Das Ethan da auch so langsam rüber geht. Ja, wahnsinnig langsam, ne? Selbst wenn man rennt. Ja, warte einmal. Jetzt. Oh, nein, aber nicht. Wieso? Ich meine, wenn ich ihn irgendwo sehe, dann ist das doch ein. Ja, okay, du hast recht. Denke ich mir immer. Ich habe keine was Ahnung. Was ist, wenn es zwei davon gibt? Shit, da haben wir gar nicht dran gedacht, ne? So, Convenient. Warte. Jetzt aber, oder? Ist ja. Oh, oh Gott. Ich weiß gar nichts mehr. Oh Gott, das ist bestimmt aber ein neuer Checkpoint jetzt gleich mal. Da ist bestimmt ein Checkpoint jetzt. Das Ding musst du jetzt komplett zu den Schienen in den Bergwerk zurückfahren, über die Brücken im Wasser. Und er darf es nicht essen. Hey! Ah, du brauchst ja eine Brücke. Ja, du nimmst dann noch mal zwei oder drei mindestens oder so. So, jetzt sind diese ganz komischen. Da gibt es eine Stelle bei The Medium, wo du auch so ganz komisch Sachen hin und her schieben musst. Ja, ich glaube, ich weiß sogar welche. Da sind wir uns schon einig, dass Village ein bisschen besser ist als The Medium, ne? Ja. Ja, The Medium war auch ein bisschen. Fand's ein bisschen underground. Überbewertet, weiß ich nicht. Ich auch, ja, fand's auch. Bisschen gehypt. Okay. Ach du. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es war von wegen mehr. Es gibt ja sonst nichts. Ich muss ja einmal den langen Weg zurück. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du jetzt noch so einen Wagen da oben? Ich hab so einen weiteren Lift rausgefahren. Ja. Der hilft mir jetzt auch noch mal ein bisschen. Das ist aber kompliziert, Leute. Okay, blaue Brücken, orange Brücken. Ah, okay. Jetzt fällt das hinten wieder runter gleich. Okay. Ah, die sind da so zeitabhängig, ne? Er denkt sowas aus, ey. Ja. Wer? Und warum? Und? Hier erkennt man leider gar nichts. Muss ja noch irgendwie was sein, was noch sinnvoll ist gerade. Dass man hier, warum man hier überhaupt hinkommt. Ja. Okay, kurz mal strategisch. Also ich kann hier. Ach, wahrscheinlich
Ist hier der blaue? Ja, nee, der blaue ist dafür, der orangene ist dafür. Das war der andere. Ich glaube, das ist damit man rechtzeitig. Guck mal, da hinten überkommt. Ist noch so eins, was nicht farblich ist, was da gerade so wackelt. Ja, nicht. Gibt es hier irgendeinen Schalter, der das bewegt? Aber wackeln tut es trotzdem. Aber jetzt fällt es wieder rein. Ach, das ist Zeitverzögerung. Hier ist wahrscheinlich der dritte Schalter, der hier ist, wo du gerade stehst, dafür gedacht. Das, nee, der ist blau. Aber es gibt doch noch. Da war noch einer, oder? Den? Hier. Ja, genau, der ist dafür. Krass, ihr habt recht. Komm jetzt! Ich glaube, es reicht. War so lange eben draußen, ja. Oh nein! Shit, genau. Eben war es so lange, ne? Es war halt wirklich eben saulange. Okay, aber jetzt sind wir hier. Okay, hier. Ja, grün, blau und orange halten ja nicht lange, ne? Ja. Vielleicht sollte man die Frage, welche am kürzesten davon halten und die ja als letztes drücken. Kurz mal gucken. Erst das Blaue, dann das Orange, dann das Weiße. Ja, stimmt. Ne? Genau, weil das so wäre die Reihenfolge von den Plattformen her. Hammer. Okay, weil der kommt hier bestimmt wieder durch. Oh. Kollege, wo bist du? Ich will da jetzt nicht rüber. Ach, das bleibt jetzt? Nee. Oh, da ist er. Oder? Nee, das ist das Ding. Ja, komm, da musst da du ist wohl. Er doch. Aber war da nicht auch so eine Filmkarte? Lauf! Oh Gott. Ach, immerhin. Oh, aber hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein! Ich bin der Beste. Das ist halt wohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war auf jeden Fall richtig, dass du da gerade rausgegangen bist. Der hätte dich gekriegt sonst. Oh, let's go. Soll ich? Ja, komm. Ja, musst du ja. Komm. Lauf! Oh Gott! Alter, du musst mal. Wächst der noch zwischendurch gerade? Das sieht aus, als würde er größer werden. Sieh her, Mutter, ey. Oh Gott. Ah, nächste Wagen. Irgendwas sagt mir, dass deine Mutter nicht zuschaut. Den Teller bitte. Jetzt kommt. Oh, jetzt. Oh, angelst du ihn jetzt mit dem Kran? Geht hier? Oder? So ein bisschen wie Angeln, ja, ne? Ich glaube auch. Was ist das? Okay. Ein Boot? Halt fangen. Okay, ja. Mal ein Boot hochgehoben. Die Hebelshow. Okay, okay. Aber hier ist doch sicher auch was Geiles zum Essen und Einsammeln. Ah! Oh, wahrscheinlich ist es auch schnell, bevor er das Boot weghaut. Meinst du, der versenkt das? Das geht nicht weg. Doch. Oh ja. Bist du wieder in der Dings hier? Ja, ah, es ist die zweite Mühle. Mühle. Kannst du die Kurbel oben holen? Geil. Hier ist kein Leiter, kann das sein? Ja, was soll ich damit?
Kannst du da hochgucken vielleicht? Kann... Also Schloss. Ah. Okay. Ballert man ihn jetzt von hier aus weg? Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt killen kann. Also so ohne extra Waffen. Wurbeltime. Wurbeli. Ja. So kann man hier nicht hochklettern. Ja, habe ich mir schon gedacht. Danke. Okay. Kannst du die Kurbel gleich an der hier benutzen? Oh ja, mach das mal. Na, ich hätte gedacht, das macht er automatisch, wenn es geht, aber... Kannst du auch nochmal machen, ja. Stimmt schon, eigentlich muss man es so machen, ne? Dann dreht sich das Ding nämlich jetzt so, dass man hochkommt. Ah, okay, das ist clever. Das ist ja nett, dass sie das alles so schön gelb markiert haben, ne? Die Dorfbewohner. Ja. Hm. Musst du von hier snipern oder so? Ich glaube nicht, ich könnte dich ja gar nicht treffen hier. Oh. Okay, hier geht's nicht weiter, hier geht's auch nicht weiter, ist hier irgendwo... Da war was. Da war so ein Interaktionspunkt an dem Draht. Nee, auf der Seite hier? Ja, genau, da hinten gehen wir zu dem. Ach so. Ah, okay, ja. Eieiei. Ist das ein Gürtel oder was hatte da? Alter! Boah. Perfekt. Genau da, wo wir hin wollten. Okay. Ah. Ach, okay. Strom ist back. Back again. Muss ich jetzt nochmal durch die Höhle, wo das Vieh eigentlich auch ist? Nee, hier war ja gleich dieses, dieser Mechanismus, ja, ne, beim Ladenhändler. Stimmt. Das ist nämlich ein Rot. Ist das hier rot? Nee, das ist rot. Das ist gar nichts. Okay, weiß dann wohl. Blau, weiß, rot. Immer das, wo das Licht mehr geht, oder? Schwarz. Guck mal, jetzt wird's grün. Siehst du die Leiste, die da oben ist? Oh ja, die wird immer größer, wenn du da was veränderst. Die Felder richtig sind, zeigt das wahrscheinlich an. Okay. Aber seht ihr das da rechts? Ist das grün? Nee, es gibt auch nur blau, schwarz, orange, oder? Und weiß, ne? Und nee, also, schwarz. Ich kann das gar nicht so richtig erkennen. Leg doch mal ab, du konntest das doch in die Hand nehmen, ne? Vorhin, das Papier. Moment. Aber wir können ja uns auch durch die Kunst der Deduktion... Ja, guck mal. Aber da. Wieso blau ist doch nicht richtig? Aber, also wenn die Leiste hochgeht, dann... Ja, nur warum ist das so? Kannst du das schwarze Feld an- und ausmachen oder ist das einfach tot? Ja, ich hab's gleich. Weiß nicht, was ich hab. Ich hab keine Ahnung, verkehrt herum, deswegen. So, der, ja, genau. Das, ey, wir sind die aller smartesten. Okay. Lösen, ohne zu wissen, wie. Oh, geil. Aber sie haben diese Leiste nach oben hingepackt, immerhin, ja? Für. Du bist frei! Ah, ich weiß nicht, ob er das so sehen wird. Boah, der liegt jetzt ganz trocken im. Ach, seht ihr, ne, wie das, genau, wie das Wasser runtergeht? Das ist ja toll. Geil. Dann liegt der da jetzt rum wie die Haie in Resident Evil 2, 1. Dann stichst du ihn bitte mit. Ah, nee, er liegt doch auch nicht rum! Er liegt nicht rum! Ah, was ist jetzt? Was mach ich denn jetzt? Kannst du wieder zurück ins Haus? Es kommt gar nicht zu dir. Das ist ein geiler Moment. Können wir was beim Händler machen oder so? Wenn wir schon mal da sind? Moment, bei der Händler. Der war direkt war da bei dem. Wo das Rätsel war. Okay. Stimmt, da war der ja, ne? Bevor wir dem ja hinterher jetzt Safehouse gehen. Safehouse steht da ja auch.
willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Ja. Ich kauf mal davon zwei. Ja. Freust du dich drauf, es auszutesten? Vielleicht sogar noch die Minen. Komm, wir haben's doch. Ja, komm. Wir haben's wirklich im Moment. Ne? Zum Verkaufen haben wir nichts mehr jetzt von Hungern. Ne? Heißt zu leben. Hattest du die Hühner schon verbraten eigentlich? Nein, die werde ich jetzt. Ah, ja. Perfekt, dann haben wir das. Danke, dann will ich mal. Ach geil, wenn wir fertig. Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt. Der Blocken macht aber mir selbst nicht so oft, aber naja. Jetzt müssen wir anfangen zu blocken, wenn er schon sinkt. Voilà. Bitte bedien dich. Es ist ja eigentlich schon cool auch, das Kein Blocken. Man mal. Kommt da irgendwie selten zu. Ansonsten okay. Haben wir nichts, leider. Du hast ein Auge für Qualität. Ich will kurz mal noch was bauen. Ja. Oh ja. Oh, Bomben. Krass. Oh, sehr krass, schön. Ne? Im Menü hatten wir noch irgendein Aufwertungs-Item oder so für eine Waffe. Hatten wir? Ja, ich glaube ja. Ach, ist das schön. Das hört man so gerne, ne? Zack, 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 zack. Ja, genau, dieses Magazin. Da. Was ist das auf der linken Seite? Für das Rifle. Keine Ahnung, wo wir das her haben. Das habe ich vielleicht nicht gekauft. Was ist das oben rechts? Das war Magnum-Munition, stand vorhin, als wir es aufgenommen haben. So. Aber wäre schön, wenn wir die auch mal hätten. Ja. Aber wenn wir die. Ja, gut. Mein Tipp wäre, wenn wir das jetzt schon haben, die Munition, dann muss die Waffe ja bald kommen. Okay, los geht's! Ist jetzt Bosskampfzeit, ne? Ich glaube, jetzt läufst du wieder zurück. Aber das Monster ist ja hier genau, lang, oder? Das war die andere Tür, wo du raus bist. Die andere, genau. Hier links lang ist er, ne? Nee, aber hier ist ja jetzt auch nicht. Du musst wieder ins Haus zurück. Ich glaube, da gab es einen anderen Ausgang. Genau. Tut mir leid, ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, hier nach rechts geht's zu dem Vieh. Da? Nee, da kommen wir her. Da? Genau, hier raus. Da raus. Du hast recht. Das war, glaube ich, der erste Eingang, wo wir hergekommen sind. Jetzt muss das Flussbett ausgetrocknet sein, doch bestimmt. Das ist es. Mal, wie suppig das alles ist. Ey, ist aber auch ein geiles Setting. So ein ausgetrocknetes, gerade frisches, auch sehr unheimlich. Dass da wohl alles an toten Sachen drin liegt. Vor allem, das ist sein Reich, ne? Hier kennt er sich halt echt aus. Es ist sein Reich, sein Leich. In die Ecke, sein Leich ist es. In die Ecke habe ich gekotzt, in die. Überall, ne? Hier habe ich Eier hingehauen, da habe ich Eier. Okay, Moment, mal gucken, was hier auf der anderen Seite ist. Sie nennen ihn Marcel Leich-Ranitzky. Das ist für die Handgun. Sehe ich nur, wie der dann durchs Wasser schwimmt und kotzt. Der Leich-Ranitzky. Immer ein Buch in der Hand auch. Oh ja, super gut. Ah, ich liebe das, wenn das so schön ist. Mit dem voll aufgeladenen Wäffelchen. Okay, wenn der Typ jetzt kommt, soll ich dann vielleicht die Schrotflinte lieber nehmen? Ja, schon. Ja. Und danach direkt mal die Bomben. Ja, das finde ich gut. Die kannst du eh nur sonst bei Gruppen benutzen für die. Weiß nicht. Schießen? Ja, okay, der kleine Mann vorne. Oh ja. Immer ins Maul rein. Ah, der gleiche Fehler wie immer. Hauptsache, dass ich selber schön exponieren als Endgegner. Ja, komm mal, jetzt haben sie gar nicht mehr weg. Gibt's eigentlich Rückwärtsrennen? Nee, du kannst dich aber umdrehen. Doch, es gibt umdrehen, okay. Aber bis jetzt hast du es top gemacht. Ja. Bin ich hier sicher? Oh, ein Schrott. Schrotflintenmunition. Mann! Okay, sicher bist du nicht. Das ist nicht gut. Zeig deinen Mann. Ja. Oh, fertig? Ist er tot? Ach komm, nee, auf gar keinen Fall. Noch mal eins in den Mann. Ja, mach weiter. Ich kann nicht. Ach, du hast keine Munition. Ich du hast keine Munition mehr. Ach so, okay.
Oh Gott, er tut mir so leid. Kann ich bauen? Oh, schade. Aber du hast wieder jetzt Muni, du hast gerade aufgenommen. Schade. Ah, okay. Ich muss kurz nochmal schauen, Energie, ne, so halb. Meinst du, triffst du mit den Rohrbomben jetzt, wenn er da so durch? Jetzt hat er mich, oder? Ich glaube, ja. Aber ist nicht schlecht, wenn er da nicht durchkommt. Gut. Ja, weiter. Nein! Shit! Ja, du lebst aber noch. Ein bisschen Suppe. Das macht. Saurer Regen. Alter. Das habe ich mir aufgehoben, vor allem. Für welche Anlässe hebt man das auf? Ja. Jetzt kommen wir zum Höhepunkt, Saps. Okay, das war mäßig beeindruckend. Scharfschützengewehr? Ja. Oder? Ja, das ist schon. Wohin? Genau, falsch ausgerichtet. Mach ihm ein neues Pupploch. Oh. Nein, er kommt wieder runter. Das war aber gut, dass er mich so weggeschubst hat gerade. Nochmal. Ja. Warum? Na komm! Ja, der macht gleich das Maul auf. Der macht wieder seinen komischen Regen. Ja, aber es ist gut, du hast ihn gut gefangen. Naja, er hängt hier in der Ecke, ne? Das ist ganz gut. Hätten sie mal das Holzding da nicht hingestellt. Ja. Bläh. Zeig doch mal was jetzt! Machen sie mal laut A. Ah. Geht also, nicht. Kannst du so mit der normalen Pistole mal probieren, ob du denen das Maul wieder aufmachst? Na toll. In deine Zunge geschossen! Nee, nochmal, weiter. Du hast keinen Schuss mehr. Er ist tot. Nee, nochmal. Nicht? Er war nicht tot. Shit, ich hab echt gedacht, er wäre schon längst tot. Die Augen sind doch auch schon ganz rot. Okay, waren Sie damit schon mal beim Optiker? Oh, hier, Explosivfass. Auch sehr gut. Ja, oh, ja. Und noch mehr Flintenmuni. Gibt's ganz schön selten. Mutter, der Mann mit dem Schrot ist da. Da kommt er jetzt bestimmt durch gleich. Oh ja, er kommt. Ah ja, ja. Oh, Achtung. Jetzt. Ah! Ich habe geschossen, aber ich wurde auch gleichzeitig so voll gesipscht. Aber du hast ihn auf jeden Fall auch erwischt. Mann, das ist aber auch teilweise nicht fair. Ich sehe doch nichts. Zieh mal durch, da ist noch genug. Vielleicht muss man doch irgendwo hinkommen noch. Ich glaub, es läuft schon alles ganz gut. Ja. Viel hält er nicht mehr aus. Richtig gut. Na komm jetzt! Alter! Ja! Ja, das ist ihn geil. Super gut. Im ersten Versuch. Ja! Oh. Spratz, mein Freund! Hol alles aus deinen Schläuchen! Boah. Okay, jetzt ist irgendwo eine Sperre aufgegangen. Jetzt hab ich Hunger auf Pudding. Ekelpaket.
Aber jetzt hat es mit seinen Actionhelden-Sprüchen jetzt so, ne? Ja. Die sind leider richtig scheiße. Alle Sprüche von Ethan sind scheiße. Da hätte ich lieber jemanden, der gar nicht redet. Ja, diese bisschen platten One-Liner, das passt nicht so gut rein. Ja, das, was mich auch nervt, ist, er wirkt auf mich nicht wie eine echte Figur. Weißt du, er ist so, was ist das, wenn ihm zum 100. Mal der irgendwie ein Werwolf in die Hand beißt? Irgendwann musst du es einfach akzeptieren, dass das dein Leben ist. Oh ja, da ist doch was. Oh, Minen wären auch gut gewesen, glaube ich, hier. Oh ja, stimmt. Gute Mine zum bösen Spiel. Wollen wir mal checken, ob wir alles mitgenommen haben hier? Ja, so. Kann man das auf der Karte gucken? Nee, oder? Siehst du hier gar nicht. Leider nicht. Ja, dann ist ja, eigentlich die Frage. Aber ich glaube, du bist ja schon einmal komplett. Ich glaube auch, ne? Du hast eigentlich alles. Ich denke auch, oder? Ja. Hier kann man nicht rein, oder? Kann man da vielleicht irgendwo doch rein? Mal kurz hier in diesem Haus gucken. Vielleicht, wenn ich den Laich wegmache, weißt du vielleicht? Der ist zu niedrig aufgelöst, um den wegzumachen. Ja, das finde ich recht, genau, daran erkennt man es. Ja, und das ist einfach zu kaputt. Okay. Reicht auch. Boah, ich bin richtig happy, dass das so gut lief. Mhm, richtig viel Fortschritt wieder gemacht in der Folge jetzt. Aber wir sind am Anfang gut gestorben. Das war aber auch ein bisschen unfair. Ja. Ist jetzt kein schlechtes Encounter gewesen. Nicht mein Liebling, aber mal eine Abwechslung. Nachdem das letzte Mal haben wir ja gar nicht gekämpft. Ne? Stimmt. Man muss auch sagen, ich finde es auch gut, wie sie die Abwechslung wirklich schaffen. Ne? Die Puppen am Anfang, die. Dann ist das Haus, das Herrenhaus. Genau, das Haus so. Dann jetzt wieder so diese Wassergeschichte. Nee, ne? Nee, du hast ja von ihm noch so, einen Schlüssel davon bekommen jetzt. Wir haben, glaube ich, nichts bekommen. Nee, wir haben nichts bekommen. Stimmt schon. Dem haben sie wahrscheinlich keinen anvertraut. Ah ja. Da ist er. Ja, okay. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist da? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die 4 Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Mann, in die Maschine willst du stecken. Dich anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Mhm. Na dann, erstmal zum Friedhof. Was für ein Wichser. Hier, wir wissen, wo wir hin müssen. Was ist das? Ein Kadu. Ist das nicht so ein Blasinstrument? Oder wie heißt das nochmal, was Wirt mal gespielt hat? Die Kazoo meinst du? Ah ja, das war das. Weißt du, wo du jetzt bist, Simon? Nee. Ah, von der anderen Seite. Die andere Seite von dem Raum, wo du vorhin standst und ihn gesehen hast. Du hättest aber auch ganz einfach über das kleine Stück Holz klettern können vorhin. Nee, lieber einen Endgegnerkampf dazwischen packen. Ist das hier eigentlich Kuchen oder was ist der da? Ist das ist Käse? Käse. Das ist aber so einen richtig schönen, dicken Riebkäse. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Jemand hat gesagt, wir sollen die vorlesen, deswegen mache ich das. Ja. Mit Stimmen. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen das haben. Bild auch noch. Wenn nicht alle da sind, kann ich also eine blaue Crystal Meth. Ja. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück. Auch wenn sie schon ganz lange tot ist. Aber wenn Mutter das tut, dann, was passiert denn mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, nein, nein. Alle vorlesen. Nein, ja. Nein, 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 nein. Erste Zeile. Ja, ich wollte sagen, das ist ungefähr, das sind zwölf Hitlers. Das liest du jetzt. Nein, 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 nein. Und das mal, wie viel macht das? Ja. Einmal der Untergang. Kann man sich die Meme einfach angucken. 12-mal. Genau. 12-mal. So. Ja, da ist halt nichts, ne? Dann gehe ich halt wieder raus. Boah, die haben so schönes Essen hier überall rumhängen, ne? Gute Wurst. Boah, so eine gute alte gebundene Wurst. Fesselwurst. So, jetzt aber. Guck mal, wie perfekt das vom Timing wieder gepasst hat heute. Das ist ja der Hammer. Jetzt hätten sie das für uns gemacht. Jetzt kommen wir wieder am Dings raus, oder? An dem Platz, wo die ganzen anderen Türen auch waren. Bestenfalls ja, mal. Wobei das auch noch ein kleiner Weg ist. Ach nee, wir sind wieder in der Mine. Das ist der Aufzug.
Hier waren wir schon. Ja. Genau, da sind wir mit dem. Ist das da, wo wir mit dem Boot weggefahren sind? Da ist ein Aufzug vorne gewesen. Ja, ja, aber also nehmen wir den Aufzug, das meine ich nur. Es sind zu viele Möglichkeiten, ne? Boah. Ich würde sagen, Greg, nächste Folge übernimmst du wieder und machst den nächsten Grafen. Ich hoffe mal, wenn ich das so fix hinkriege. Ja, wir sind leider am Ende, aber ich versuche auch noch durchzugehen bis zur nächsten spannenden Ecke. Hier ist die Ecke noch nicht so spannend. Die Ecke ist ein bisschen spannender. Das ist schon. Da ist ein. Das ist das Allergeilste, wenn man sowas am Ende noch findet. Ja. Was will man denn noch mehr? Sekunden ganz vor dem Ende. War ich mal ganz oben. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei unserem dritten großen Kampf hier. Es geht morgen schon weiter. Dann stellen wir uns dem vierten Grafen, Herrn Heisenberg heißt er, ne? Seid wieder mit dabei. Vielen Dank und bis dann.